massiven Luft- und Artilleriebombardements sowie der Unterstützung durch zehntausende islamistische Söldner ist die Offensive nicht weit gekommen. Die Volksverteidigungskräfte der Jeppesche und Kessede halten erfolgreich mit der Bevölkerung Afrins gegen die faschistischen Invasoren stand. Schockiert von der Entschlossenheit der Verteidiger greifen Erdogans Truppen immer wieder zu Chemiewaffen und ermorden gezielt Zivilistinnen. Die internationale Staatengemeinschaft verschließt die Augen vor den Massakern, legitimiert die Operation oder unterstützt sie, wie der deutsche Staat, direkt mit Waffenlieferungen. Wie wir alle wissen, ist das Ziel dieser Invasion nicht nur die Besatzung Afrins, sondern auch der endgültige Versuch, die Revolution in Rojava und Nordsyrien zu zerschlagen und somit die Hoffnung auf der ganzen Welt für eine demokratische und geschlechterbefreite Gesellschaft zu vernichten. Weil die Faschisten mit aller Kraft versuchen, hier jegliche Hoffnung auf eine bessere Welt zu vernichten, ist es heute unsere Aufgabe, umso entschlossener zu kämpfen. Heute sind wir alle dazu aufgerufen, uns aktiv am Widerstand in Afrin zu beteiligen. Dieser Widerstand findet jedoch nicht nur in Afrin selbst statt, sondern überall. Verhindern wir gemeinsam diesen Krieg. Seien wir der Widerspruch zu der Politik der BRD, die diesen Krieg erst ermöglicht. Stören wir die Treffen der Herrschenden in den Konsulaten. Stören wir die Beziehungen zwischen der BRD und der faschistischen AKP-MLP-Diktatur. Unterbrechen wir die Produktion von Waffen in deutschen Fabriken, die in Afrin auf unsere Freundinnen im Widerstand, an der Front oder auf den Straßen der Städte geschossen werden. Verhindern wir den Export dieser Waffen an die Türkei. Vereinen wir uns über Grenzen und Sprachen hinweg im Widerstand gegen den Faschismus und im Aufbau einer demokratischen Gesellschaft. Hoch die internationale Solidarität! Digi Berberdana Afrin!